Wie schlägt sich Fanatec Club Sport Steering Wheel Formula V2 im ausführlichen Test? All dies erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Dieses Testmuster wurde mir leihweise zur Verfügung gestellt, damit ich dieses sehr ausführlich in meinem Kanal für euch testen kann. Ein weiteres Review mit dem Fanatec Advanced Pedal Module, das folgt in den nächsten Tagen. Ich bedanke mich bei meinem neuen Patreon-Spender, dem Patrick. Lieber Patrick, deine Spenden werden zweckgebunden in meinem Kanal verwendet, aber nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, der Preis. Das Club Sport Steering Wheel Formula V2. Das ist für 369,95 Euro direkt über den Fanatec Webshop erhältlich. Der direkte Vorgänger des V2 Formula Wheels, der nennt sich Club Sport Formula Carbon und der ist derzeit um 299,95 Euro erhältlich. Die Variante, die ich seit längerer Zeit besitze, ohne die Carbon-Applikationen, die hat Fanatec auslaufen lassen. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Ihr bekommt dieses V2-Lenkrad hier mit diesen Racing-Style-Button-Caps, so nennen sich diese Dinger, geliefert. Weiters liegt der übliche Quick-Start-Guide bei und der Lagerungsbolz. Die Ware kommt zu euch in einem sehr kompakt gehaltenen Karton. Darinnen ist das ganze Schaumstoff gepolstert und ihr habt diesen Aufbewahrungsbeutel des Lenkrads mit bei. Weiters hat Fanatec dieses übliche Merchandising-Aufkleberset beigelegt. Das Unboxing habe ich wie immer live für euch aufgezeichnet und hänge ich das hier an dieser Stelle mit rein. Viel Spaß damit! Kapitel Nummer 3, die Ausstattung. Dieses Club Sport Formula V2 Wheel ist wesentlich umfangreicher ausgestattet als das Club Sport Formula Wheel. Die 11 belegbaren Knöpfe und beiden Schaltwippen, die haben diese beiden Wheels gemeinsam. Neu dazugekommen sind diese beiden roten Schaltwippen und diese beiden Thumb Encoder für eure Daumen. Dann habt ihr noch hier in der Mitte den Vierfach-Wahlschalter und seitlich davon diese beiden Drehschalter angebracht. Der in der Mitte angebrachte Wählschalter, der kommt nur dann zur Geltung, wenn du dir dieses Podium Advanced Pedal Module anbringst. Die beiden seitlichen Drehschalter, die kannst du umfangreich belegen, je nach deinen Präferenzen. Sehr wichtig bei der Belegung dieser Drehschalter. Achtet auf die Betriebsart im Treiber bzw. im Fanalab oder auch direkt hier über das Fanatec Tuning Menü kannst du diese Dinger nach deinen Bedürfnissen anpassen. Setzt du diese Dinge in den Betriebsmodus ENC, dann wird lediglich die Drehrichtung mit einem Impuls versehen. Das heißt, drehen in diese Richtung ist ein Button, drehen in die andere Richtung ein anderer Button. Gleiches auf der anderen Seite. Beispielsweise kannst du hier einen Scheibenwischer belegen. Langsameres Wischen, schnelleres Wischen. Setzt du den Betriebsmodus auf Constant, dann gibt dieses Ding immer einen Dauerimpuls aus. Der Button, den du damit belegt hast, wird dauerhaft gedrückt. Der dritte Modus, den du verwenden kannst, ist der Pulsmodus. So kannst du 12 Stellungen des Schalters mit jeweils einem Button zuweisen. Hier ein Beispiel bei Assetto Corsa in meinem Fall. Habe ich diese Stellung ausgewählt, zeigt es mir im Replay mein Auto. Setze ich diesen 1 nach rechts, das vorausfahrende Auto oder 1 nach links, das hinter mir fahrende Auto. Und so kehre ich wieder auf die Ansicht von meinem Auto zurück. Weiters neu hinzugekommen ist hier dieser Xbox-Button mit einer weißen LED. An der Oberseite habt ihr hier diese 9 neu gestalteten LEDs
Und hier seitlich eingefasst, einmal links, einmal rechts, die FLAG-LED-Balken, so nennt Fanatec diese Dinger. Das Fanatec Tuning-Menü, das erreicht ihr wie gewohnt über diesen kleinen schwarzen Knopf hier seitlich vom Display. Weiters habt ihr diese abnehmbaren Button Caps. Ihr könnt dieses Ding nach euren Bedürfnissen anpassen. Hier Button Caps anbringen. Wenn ihr diese Button Caps entfernt, das geht hier mit dem Fingernagel recht einfach, dann kommen vom Prinzip her die gleichen Buttons zum Einsatz wie bei dem ursprünglichen Clubsport Formula Wheel. Drauf, jetzt ist schief. Scheiße. Ja. Nächstes Kapitel, die Kompatibilität. Du kannst dieses Lenkrad auf jeder derzeit erhältlichen Fanatec Wheelbase betreiben. Plattformkompatibilität, jederzeit auf PC einsetzbar, insofern das Spiel das Lenkrad unterstützt. Weiters ist dieses Lenkrad Xbox zertifiziert. Willst du mit diesem Wheel auf der PlayStation 4 unterwegs sein, benötigst du eine PS4 lizenzierte Fanatec Wheelbase. Und weiter geht's mit dem Kapitel Anschlussmöglichkeit. Wie im Eingang erwähnt, könnt ihr dieses optional erhältliche Podium Advanced Pedal Module, Kurzfassung APM, direkt mit diesem V2 Formula Lenkrad nutzen. Ein Review dieser Dinger, das folgt in Kürze. Da werde ich die ganzen Features vorstellen, die Vorteile eines Magnetic Shifters. Willst du wissen, was Magnetic Shifter können, dann schau auch bei meinem letzten Review, dem SRM Magnetic Shifter Mod, für das alte Clubsport Formula Wheel mit rein, aber lasst uns weitermachen. Der Anschluss an die Wheelbase gelingt wie gewohnt hier über diesen Quick Release Adapter, der voll in Metall gehalten ist und sehr ähnlich wie bei der ursprünglichen Formula Variante ausgeführt ist. Ein paar kleine Detailänderungen hier an der Verschraubung hat es gegeben. Ihr habt ein etwas anderes Farbschema, ein etwas kräftigeres Rot hier am Start. Und was mir noch aufgefallen ist, hier direkt bei der Aufnahme wurde eine leichte Elixierung in so einem Dunkelgrau angebracht. In Sachen Spielfreiheit sitzt dieses Lenkrad, wenn ich hier den Feststellungsring an meiner Podium DD Wheelbase festzurre, bombensicher, absolut spielfrei. Hier habe ich keine Unregelmäßigkeiten bemerkt. Nächstes Kapitel, die Optik. Hier diese Carbonplatte, die sticht klarerweise ins Auge. Ihr habt hier eine relativ dunkle Farbgebung und auch das Rot ist eher dunkel und matt gehalten. Auf den ersten Blick wirkt das V2 Wheel hier durch diese riesengroße Anzahl von Schaltern, Kippschaltern, Thumb Encoder und so weiter etwas überladen. Hier im Vergleich mit dem alten Formula Wheel, dies sieht dagegen relativ puristisch und sehr einfach gehalten aus. Das damalige Fanatec Logo, dieses F, wurde durch den Fanatec Schriftzug ersetzt. Die Pedals und der Quick Release, wie vorher erwähnt, mit einem etwas kräftigeren Rot beim neuen V2 Formula Wheel. In Sachen Haptik fühlt sich dieses Ding genauso wertig an wie sein Vorgänger. Die Alcantara-Flächen auch über die Jahre hinweg bei meinem alten Formula Wheel sind bei entsprechender Pflege auch nach vielen Jahren der Nutzung und vielen Kilometern auf der Rennstrecke wie neu. Ein kleiner Pflegetipp: Schnapp dir ein Mikrofasertuch, befeuchte dieses etwas und reibe hier diese Griffflächen ab und diese Dinger sehen auch nach vielen tausenden Kilometern wie neu aus. In Sachen Haptik fällt euch auf, dass dieses Ding mit wesentlich mehr Kunststoff versehen ist. Hier diese ganze Verblendung, diese Blenden, die ganzen Schalter, dies ist alles in Kunststoff gehalten. Durch den Einsatz des Kunststoffes wirkt die Optik und auch die Haptik bei dem Vorgängermodell etwas wertiger, etwas puristischer. Die Schalter haben einen angenehmen und sehr klaren Druckpunkt. Die hören sich relativ wertig an. Und auch hier die Joysticks, dieser 7-Wege Funky Switch von Fanatec, der rastet sauber ein. Durch die ganze Kunststoffeinfassung dieser Schalter klicken diese Dinger etwas heller als hier bei dem alten Formula Wheel. Drehschalter, die rasten sehr solide ein. Bei dem Thumb Encoder, da habt ihr eine sehr leichtgängige Rasterung. Und mit 1220 Gramm in etwa ist dieses Ding etwa 60 Gramm schwerer als sein Vorgänger. Nächstes Kapitel, die Verarbeitung. Hier gibt's keinen Kritikpunkt von meiner Seite. Die Spritzgussteile hier aus Kunststoff, die fühlen sich sehr wertig an.
Die Carbonplatte ist sauber verarbeitet. Hier kein Grat, sauber angefasst. Hier könnt ihr euch nicht verletzen. Das Ding fühlt sich wunderbar an. Bei den Griffflächen hier, der Übergang vom Alcantara zu diesem Softlack-Kunststoff, der ist sehr sauber gefertigt. Hier franzt nichts aus. Das ist selbe Bauweise, selbe Materialien wie beim Vorgänger. Und nun kommen wir zu unserem Hauptkapitel, klarerweise für euch sehr wichtig, der Rennstreckentest. Dieses Formula-Lenkrad ist mit seinen 27 cm Durchmesser ein sehr leichtes und kompaktes Wheel. Das ist sehr agil, auch wenn du eine etwas schwächere Wheelbase, riemengetriebene Wheelbase am Start hast, wird hier über den relativ kleinen Hebel viel Kraft am Rim hier außen ankommen. Im Langstreckenbetrieb nehmen diese Griffflächen aus Alcantara hier eure Feuchtigkeit der Hände wunderbar auf. Die meisten Schalter sind klarerweise durch diese Bauweise sehr gut erreichbar. Das heißt, ihr müsst die Hände nicht vom Wheel nehmen, um irgendwelche Buttons zu erreichen. Und mit diesen Farm-Encodern beispielsweise könnt ihr auch diverse Dinge, ich habe hier die Traktionskontrolle plus minus in eine Richtung, in die andere Richtung zugewiesen. Mit diesen ganzen neuen Schaltern und Schaltwippen könnt ihr vielleicht, wenn ihr auf sämtliche Einstellungen direkt übers Lenkrad angewiesen sein wollt, eine eigene Buttonbox ersetzen. Die ganze Ausstattung der LEDs und des OLEDs, die ist klarerweise etwas moderner. Die sieht moderner, einen moderneren Look, neuer, etwas hochwertiger aus als beim Vorgängermodell. Die Schaltwippen sind komplett gleich gehalten, auch hier in der ganzen Mechanik wie beim Vorgänger. Das heißt, die lösen gleich stark aus. Ihr seid hier bei einer Auslösekraft von etwa 600 Gramm im Originalzustand. Ihr habt ein sauberes Klickgeräusch und ein gutes Feedback deiner Schaltauslösung. Nächstes Kapitel, Ökosystem und die Erweiterung. Wie erwähnt, das APM, diese Magnetic Shifter von Fanatec mit diversen Features, auf die ich im nächsten Review genau eingehen werde, die könnt ihr dazu ordern und seid mit diesem Lenkrad kompatibel. Dies funktioniert nicht bei dem Vorgänger, bei dem Formula Wheel bzw. Formula Carbon Lenkrad. Hier seid ihr auf beispielsweise dieses Lenkrad angewiesen. Biegen wir ab auf die Zielgerade. Negative Aspekte, positive Aspekte, das Fazit und die Kaufempfehlung. Lasst uns beginnen mit den negativen Aspekten. Hier im Rennstreckeneinsatz finde ich diese Thumb Encoder etwas zu leichtgängig. Seid ihr hier in der Renn-Action und wollt hier Traktionskontrolle, was auch immer, verstellen, da würde ich mir einen festeren Widerstand, einen höheren Widerstand und hier ein besseres akustisches, haptisches Feedback dieser Thumb Encoder wünschen. Ein weiterer Nachteil in meinen Augen ist ein sehr hoher Einsatz von Kunststoff bei einem knapp 400 Euro teuren Lenkrad. Da hätte ich mir gewünscht, dass diese Einfassungen dieser Schalter eventuell aus Aluminium oder auch aus Carbon am Start wären. Bauartbedingt habt ihr hier klarerweise Einschränkungen hinsichtlich des Lenkradkranzes. Für Rallye- oder Driftspiele, da solltet ihr einen durchgehenden Lenkradkranz auf jeden Fall parat haben. Und weiter geht's mit den positiven Aspekten. Die Verarbeitung und Funktion aller Bedienelemente, die ist einwandfrei. Es ist kein Knarzen vernehmbar. Das Alcantara ist immer wieder super, es anzufassen und sehr pflegeleicht. In meinen Augen wurden sinnvolle Bedienelemente hinzugefügt. Hier diese VIP-Schalter, die Thumb Encoder, diese Drehschalter, das sind nützliche Accessoires, eine nützliche Ausstattung, die hier mit dem V2-Wheel hinzugekommen ist. Dank der Bauweise ist dieses Ding super agil und für Formula bzw. Open Wheeler ein sehr reaktionsschnelles Wheel. Das Fahrverhalten ist sehr direkt, reaktionsschnell, da ihr hier bei den Drehbewegungen einen kurzen Hebel habt und eure Bewegungen direkt und sehr schnell an der Nabe und an der Wheelbase ankommen. Weiter geht's mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Wenn du mit deinem alten Formula Wheel zufrieden bist, dann musst du ein Upgrade auf dieses V2 Wheel sehr gut überlegen. Der Preis für ein Formula Lenkrad mit 370 Euro, der ist sehr hoch angesetzt. Vom Fahrgefühl hast du keinen Unterschied zu dem Clubsport Formula Carbon Lenkrad um knapp 300 Euro und kannst hier im Fall der Fälle 70 Euro sparen. Der Aufpreis von 70 Euro, der lohnt sich nur dann, wenn du unbedingt mehr Knöpfe und Schalter am Lenkrad haben möchtest. Und insofern du dieses APM
nachrüsten willst, dann führt am V2 Will kein Weg vorbei. Nach vielen Jahren Simracing und zig getesteten Lenkrädern rate ich immer zu zwei Wheels. Besorge dir eins für Straßen- bzw. GT-Fahrzeuge, für Rallye, Drift und so weiter. Und für die ganzen Open-Wheeler, eventuell DTM, LMP-Fahrzeuge und so weiter, da schnappst du dir ein passendes Formula-Lenkrad. So bist du wunderbar ausgerüstet und du kannst mit zwei Lenkrädern sämtliche Rennspiele, Genres abdecken. Letztes Kapitel, der Ausblick. Das APM, das werde ich ausführlich für euch reviewen. Weiters werde ich demnächst eine nagelneue 4K Wireless Virtual Reality Brille für euch reviewen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bitte postet unten mit rein, welche Wheels habt ihr am Start? Gedenkt ihr, zu so einem Ding zu greifen? Habt ihr dies schon? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem V2 Wheel gemacht? Habt ihr schon das APM im Einsatz? Das alles würde mich interessieren. Vergesst den Like nicht, abonniert meinen Channel, vielen Dank fürs Dabeisein und liebe Grüße von eurem Ron.